Ich freue mich riesig, dass ihr zu meinem Rückbeugenprogramm eingeschaltet habt. Ein ganz tolles Thema, weil es wirklich hier um das Öffnen geht. Setz dich dazu in den Fersensitz. Bevor wir mit dem Warm-up beginnen, leg deine Hände übereinander in deinen Schoß. Roll dein Becken etwas ein. Verlängere deine Wirbelsäule und schließ langsam deine Augen. Beginne mit mir gemeinsam von 10 abwärts zu zählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und öffne langsam wieder deine Augen. Nimm die Arme zur Seite, die Handflächen nach oben zur Decke, spreiz die Finger leicht auseinander, atme ein, zieh die Ellbogen weit nach hinten und heb deinen Brustkorb weit nach oben in Richtung Himmel an. Ausatmen, streck die Arme lang nach vorne aus und runde deinen Rücken. Einatmen, zieh die Ellbogen weit nach hinten und spüre, wie dein Brustkorb sich richtig öffnet. Ausatmen, streck die Arme nach vorne aus. Einatmen, zieh die Ellbogen weit nach hinten und bring die Schulterblätter näher zueinander. Ausatmen und streck die Arme wieder lang nach vorne aus. Einatmen, zieh die Ellbogen ganz weit nach hinten und versuch die Ellbogen wirklich näher zueinander zu bringen. Noch einmal ausatmen und einatmen. Roll nochmal ganz bewusst dein Becken ein. Bring die Hände an deinem Hinterkopf. Öffne deine Ellbogen so weit nach außen, wie es geht. Mit dem Ausatmen schließ deine Ellbogen und bring dein Kinn leicht in Richtung Brustbein und runde deinen Rücken ganz leicht. Einatmen, heb deinen Brustkorb weit nach oben an und zieh die Ellbogen ganz weit nach hinten, sodass die Schulterblätter sich nähern. Ausatmen, die Ellbogen schließen und das Kinn leicht in Richtung Brustbein, den Rücken runden. Einatmen und lang ziehen. Öffne dich, so weit du kannst, nach vorne, nach außen und ausatmen. Und einatmen, heb deinen Brustkorb wieder weit, weit, weit nach oben an und ausatmen. Ein letztes Mal, einatmen und ausatmen. Einatmen, heben und ausatmen, die Arme absenken. Unser Warm-up wäre geschafft. Und jetzt können wir gleich mit dem Rückbeugen-Hauptteil durchstarten. Wir kommen zu unserer ersten Rückbeuge. Und dazu setz dich auf deine Fersen, roll dein Becken ein. Erinnere dich, was ganz wichtig ist, ist, dass du hier wirklich bei den Rückbeugen alles aus deinem Brustkorb rausholst und niemals aus dem unteren Rücken. Das heißt, die Lendenwirbelsäule wollen wir wirklich lang haben. Roll dein Becken ganz bewusst ein, dass deine Lendenwirbelsäule wirklich lang bleibt. Atme ein, heb deinen Brustkorb nach oben an und bring deine Arme nach hinten. Verhak die Finger ineinander und streck die Arme ganz lang nach unten aus. Zieh die Schulterblätter hinten näher zueinander und heb deinen Brustkorb mit jedem Einatmen nach oben an. Mit jedem Einatmen wachse nach oben in die Länge. Zieh die Schulterblätter näher zueinander. Und roll immer ganz bewusst dein Becken weiterhin ein. Und versuche wirklich die ganze Bewegung aus deiner Brustwirbelsäule herauszuholen, dass dein Brustkorb sich hier weit öffnet. Mit dem nächsten Ausatmen löse langsam auf und bring die Arme wieder nach vorne. Bleibe weiterhin hier in der Länge. Einatmen, heb den
linken Arm nach oben an und zieh die Fingerspitzen weit nach oben. Mit dem nächsten Ausatmen kreist deinen Arm nach hinten und leg deine Fingerspitzen an deine Schulter an und schieb deine Schulter nach hinten weg. Und spür, wie dadurch dein Arm länger wird. Zieh das Schulterblatt nach hinten zurück und nimm die Dehnung hier in deinem Brustkorb wahr. Ausatmen, absenken. Mit dem nächsten Einatmen zieh den linken Arm über vorne wieder nach oben und die Fingerspitzen weit nach oben zur Decke ziehen. Ausatmen, kreis den Arm wieder nach hinten und bleib in dieser Position. Nimm deine rechten Fingerspitzen und leg deine rechten Fingerspitzen hier an der Schulter an und schieb die Schulter nach hinten weg, dass du hier mit Hilfe von deinen Fingerspitzen nochmal in die Dehnung gehst, in die Öffnung gehst. Und roll weiterhin dein Becken ganz bewusst ein. Mit dem nächsten Ausatmen senk den Arm wieder ab. Noch einmal einatmen und lang ziehen. Und noch einmal ausatmen und nach hinten kreisen. Und lösen. Wir wechseln die Seite und kommen zum rechten Arm. Atme ein, zieh den rechten Arm lang über vorne. Die Fingerspitzen weit nach oben zur Decke. Mit dem nächsten Ausatmen senk den rechten Arm nach hinten ab und setz deine linken Fingerspitzen hier an und schieb deine Schulter wirklich ganz bewusst weg. Spür, wie dein Arm immer länger wird. Mit dem nächsten Ausatmen senk den Arm wieder ab. Manchmal, wenn du das Gefühl bekommst, dass die Schulter so ein bisschen zwickt, kann es sein, dass der Schultergelenkskopf nicht richtig in der Pfanne drin sitzt. Ja, wir haben ja hier einen Schultergelenkskopf und eine Pfanne. Und wenn der Kopf nicht richtig in der Pfanne drin liegt, dann lockerst du einfach deine Schulter zwischendurch, setzt nochmal neu an, hebst den Arm bewusst nach oben an, kreis die Schulter so ein bisschen nach hinten und zieh sie nach unten, dass der Kopf sich richtig in die Pfanne einrasten kann. Und dann atme aus und senk den Arm wieder nach hinten ab. Und die Fingerspitzen ziehen wieder den Arm weg von dir. Und du spürst die Dehnung hier in deinem Brustkorb, in der Brustmuskulatur. Und spürst die Länge in deinem gesamten Arm. Mit dem Ausatmen senk den Arm wieder ab. Mit dem Einatmen heb den Arm lang über vorne nach oben an. Schaff dir erstmal hier die Länge. Und mit dem nächsten Ausatmen senk den Arm wieder nach hinten ab. Roll weiterhin dein Becken ganz bewusst ein und kreis den Arm nach hinten. Zieh die Schulter nach hinten. Heb dein Brustkorb weit nach oben an und genieße diese Öffnung, diese Dehnung in deine Brustmuskulatur. Mit dem nächsten Ausatmen senk den Arm wieder ab. Für die nächste Übung kommen wir in den Vierfüßler. Dazu geh quer auf deine Matte, bring die Hände schulterbreit auseinander und die Knie hüftbreit auseinander. Die Füße liegen flach am Boden auf. Die Finger sind gespreizt. Am besten richtest du deine beiden Mittelfinger gerade nach vorne aus und von den beiden Mittelfingern ab spreizt du die anderen Finger. Mit dem nächsten Ausatmen beginne von deinem Becken aus Wirbel für Wirbel in einen Katzenbuckel einzurollen. Mit dem Einatmen löst den Katzenbuckel auf. Und zwar so, dass du dein Becken und den unteren Rücken wirklich festhältst, aber dein Brustbein weit nach oben schiebst. Ausatmen, roll wieder Wirbel für Wirbel in einen Katzenbuckel ein. Und mit dem Einatmen löst den Katzenbuckel so auf, dass dein unterer Rücken wirklich lang bleibt und du aber dein Brustbein weit nach oben
zur Decke anhebst und die Schultern von den Ohren wegschiebst. Ausatmen. Und einatmen. Brustbein heben. Ein letztes Mal. Und ausatmen. Und einatmen. Mit deinem nächsten Ausatmen setz dich wieder zurück auf deine Fersen. Schließ deine Knie. Und roll wieder ganz bewusst dein Becken ein. Heb mit dem nächsten Einatmen den rechten Arm über vorne wieder nach oben an, bis die Fingerspitzen zur Decke zeigen. Mit dem nächsten Ausatmen leg deine rechte Handfläche zwischen deinen Schulterblättern. Einatmen, heb den linken Arm über vorne nach oben an und leg die linke Hand auf deinen rechten Ellbogen. Zieh den rechten Ellbogen rüber nach links und heb deinen Brustkorb weit nach vorne oben an und roll bewusst dein Becken ein. Atme ein, wachse nach oben, zieh die Schulterblätter näher zueinander und spüre die Öffnung in deinem Brustkorb. Und genieße mit jeder Öffnung das Gefühl, dass du mehr und mehr Raum und Platz für deine Lungen schaffst. Heb dein Kinn leicht nach oben an und versuch mit deinem Hinterkopf den rechten Arm etwas nach hinten wegzudrücken. Einatmen, streck die Arme nach oben aus, sodass die Fingerspitzen zur Decke zeigen. Ausatmen, senk den linken Arm ab und bring die Handfläche zwischen deinen Schulterblättern, soweit es dir möglich ist. Die rechte Hand kommt auf deinen linken Ellbogen drauf. Zieh den linken Ellbogen weit nach hinten und rüber nach rechts. Heb dein Kinn leicht an, roll dein Becken wieder bewusst ein und heb dein Brustkorb weit nach vorne oben an. Und atme hier ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Du wirst feststellen, dass diese Dehnung ziemlich intensiv ist für den Trizepsmuskel, für die Brustmuskulatur. Aber es tut gut, wenn wir einfach hier immer wieder zwischendurch uns wirklich öffnen. Unseren Brustkorb dehnen. Raus aus unserer Alltagshaltung. Mit dem nächsten Einatmen streckt die Arme nach oben aus und ausatmen, senkt die Arme nach unten ab. Und lass einfach deine Arme ganz schwer nach unten aushängen. Für die nächste Übung bleiben wir auf den Fersen sitzen und heben beide Arme nach oben an. Zieh deine Fingerspitzen wieder weit nach oben zur Decke und erinnere dich an das, was ich dir vorhin gesagt habe, dass deine Schulter wirklich in dein Schultergelenkskopf wirklich in deine Pfanne einrastet, auf beiden Seiten. Mit dem nächsten Ausatmen kreis deinen rechten Arm nach hinten und setz deine Fingerspitzen auf. Atme ein, schaff dir erstmal hier Länge und Raum. Und mit dem nächsten Ausatmen kreis deinen linken Arm nach hinten. Stütz dich entweder auf deine Fingerspitzen ab oder auf deine Fäuste. Das, was für dich am angenehmsten ist. Auch die flache Hand ist möglich, allerdings wird das wahrscheinlich zu tief sein. Also bleib eher weiter oben. Roll auch hier wieder ganz bewusst dein Becken ein und atme ein, heb dein Brustkorb weit nach oben an und zieh die Schulterblätter näher zueinander. Ausatmen und löse. Wieder auf. Einatmen, heb dein Brustkorb weit nach oben zur Decke an.
Wir sind in der Haltung des Kamel. Atme ein und heb deinen Brustkorb wieder weit nach vorne oben an und bleibe hier für einen Moment und genieße wieder dieses öffnende und dieses weite Gefühl, was du hier besonders in dieser Haltung spürst. Die Rippen ziehen weit auseinander, die Schulterblätter nähern sich und du hebst dich aus deinen Schultern heraus nach oben. Wenn du möchtest, wechsle ruhig zwischendurch. Roll dein Becken wieder bewusst ein und heb mit dem nächsten Einatmen dein Becken vom Boden ab. Ausatmen, senk dein Becken wieder ab. Einatmen, Becken einrollen und Wirbel für Wirbel dein Becken nach oben bringen. Und lehn deinen Brustkorb nach hinten, nach vorne oben und ausatmen, wieder absenken. Noch einmal, zieh deine Schulterblätter näher zueinander und heb deinen Brustkorb weit nach vorne oben an. Und wenn du kannst, bleibe hier ein paar Atemzüge in dieser Position. Und wenn du aber das Gefühl hast, es ist zu schwer für dich zum Halten, dann komm wieder nach unten und bleibe weiterhin in der Dynamik. Einatmen und ausatmen. Und gerne auch zwischendurch deine Handposition wechseln. Einatmen und weit nach vorne oben strecken. Und lass deinen Kopf in Verlängerung vom Rücken. Mit dem nächsten Ausatmen komm langsam wieder nach unten. Für die nächste Haltung gehen wir wieder nach vorne in den Vierfüßler. Diesmal gehen wir aber etwas tiefer nach unten. Das heißt, bring deine Ellbogen weit auseinander, ungefähr so breit wie deine Matte. Leg deine Handflächen aneinander. Und jetzt ganz wichtig, leg deine Stirn ab. Nicht deinen Scheitelpunkt, aber deine Stirn auf deine Matte ab. Und bring deine Hände nach hinten über deinen Kopf hinweg. Ganz wichtig ist, dass deine Ellbogen wirklich weit auseinander bleiben, damit du hier genügend Raum für deinen Brustkorb schaffst und wirklich den Brustkorb hier in Richtung Boden sinken lässt. Dein Nacken bleibt lang, du hast das Gewicht auf deine Stirn und diese Haltung ist besonders toll für die Öffnung im Brustkorb, weil du einfach hier wirklich loslassen kannst. Mit jedem Ausatmen lässt du los und spürst, wie die Rippen auseinanderziehen. Roll dein Becken ein ganz wenig ein, nicht zu viel, damit du hier wirklich in diese Haltung komplett loslassen kannst. Deine Schulterblätter kommen näher zueinander. Du atmest in die Weite ein und aus. Diese Übung ist wirklich ganz toll für die Öffnung in deinem Brustkorb, wie du schon feststellen wirst. Meine Lieblingsübung. Und dann löse mit dem nächsten Ausatmen auf und komm wieder zurück auf deine Fersen. Für die nächste Haltung kommen wir in die Bauchlage. Dazu leg dich flach auf deinen Bauch, die Beine ganz ausgestreckt und die Hände neben deinen Schultern. Dein Blick in Richtung Boden und die Schulterblätter näher zueinander. Ganz besonders wichtig, hier das Becken wieder gut einrollen und dein Schambein in Richtung Boden drücken, damit deine Lendenwirbelsäule hier wirklich lang bleibt. Streck die Beine ganz lang aus, dass die Beine sozusagen hier die Verlängerung von deinem Rücken sind. Die Hände sind neben deinen Schultern und liegen nur ganz leicht am Boden auf. Du kannst es selbst für dich testen, indem du hier deine Hände leicht anhebst
und wirklich überprüfst, ob du hier in der Cobra, in der kleinen Cobra, aus eigener Rückenkraft oben bist oder ob du so ein bisschen mit den Händen mitschummelst. Also die Hände sollten wirklich nur ganz leicht auflegen. Zieh die Ellbogen und die Oberarme eng an deinem Körper ran und dein Blick geht in Richtung Boden, das heißt, dein Kinn kommt etwas in Richtung Brustbein nach unten. Versuch nun vor allem deine Atmung hier in den Brustraum seitlich reinzuschicken, damit es für dich angenehmer ist zum Atmen. Also atme in die Weite ein und aus. Und zieh nochmal die Schultern bewusst nach unten und die Schulterblätter näher zueinander. Mit dem nächsten Ausatmen senk deinen Oberkörper ab. Und bring die linke Hand und die rechte Hand nach vorne. Bilde ein Kissen mit deinen Händen, entweder übereinander oder ein Diamant, indem du deine kleinen, deine Zeigefinger und deine beiden Daumen aneinander legst und deine Stirn am Boden ablegst. Mit dem nächsten Einatmen winkel dein rechtes Bein an und versuch, deine rechte Ferse, soweit es dir möglich ist, in Richtung Gesäß zu ziehen. Roll auch hier wieder bewusst dein Becken ein, damit du vor allem den Hüftbeugemuskel dehnst. Der Hüftbeugemuskel befindet sich hier in dem Bereich. Ja? Und der ist oft durch das viele Sitzen verkürzt. Und deswegen wollen wir ihn hier mit dem Rückbeugeprogramm heute und vor allem jetzt mit der letzten Haltung gut dehnen. Und dazu ist es wichtig, dass du nochmal ganz bewusst dein Becken einrollst. Also, Stirn abgelegt, Bein angewinkelt. Das Becken einrollen und die Schultern von den Ohren wegschieben. Das linke Bein bleibt weiterhin ganz fest und aktiv ausgestreckt. Mit dem nächsten Ausatmen streck dein rechtes Bein wieder lang aus und leg es am Boden ab. Einatmen, winkle langsam dein linkes Bein an und zieh deine linke Ferse in Richtung Gesäß. Roll dein Becken ein, zieh die Schultern von den Ohren weg. Und atme weiterhin in dein Brustkorb. Nach außen, in die Weite, ein und aus. Und mit jedem Ausatmen kannst du versuchen, die linke Ferse noch ein bisschen näher ranzuziehen und weiterhin mit dem Einatmen dein Schambein in Richtung Boden zu drücken, dein Becken einzurollen und Länge in deine Lendenwirbelsäule zu schaffen. Mit dem nächsten Ausatmen senk dein Bein wieder ab, bring die Hände neben deinen Schultern und drück dich langsam nach oben. Ich freue mich, dass ihr heute mit mir zusammen mein Rückbeugenprogramm absolviert habt. Und ich hoffe, dass ihr euch genauso gut und geöffnet fühlt, wie ich jetzt in diesem Augenblick gerade. Nach einem Rückbeugenprogramm tut es zum Schluss gut, wenn wir einfach den Brustkorb wieder etwas entspannen und vor allem auch den unteren Rücken. Und dazu leg dich auf deinen Rücken, zieh die Oberschenkel an deinem Brustkorb heran. Wir kommen in die Kindeshaltung und in diese Position kannst du wunderbar deinen unteren Rücken entspannen. Wenn du möchtest, schau klein wenig nach rechts und nach links. Dadurch massierst du ein wenig deinen unteren Rücken. Mit deinem nächsten Ausatmen leg deine Knie nach rechts ab. Auch hier bringen wir den unteren Rücken ein wenig in die Dehnung
und gleichen die Wirbelsäule zum Schluss ein wenig aus. Lass deine Knie ganz entspannt. Zieh deine Oberschenkel nacheinander wieder an deinen Brustkorb ran und leg deine Knie mit deinem nächsten Ausatmen nach links ab. Die Knie bleiben übereinander, die Füße können übereinander bleiben oder auch nebeneinander. Probier einfach für dich aus, was für dich am angenehmsten ist, so dass du in diese Position wirklich loslassen kannst zum Schluss. Wenn du möchtest, schließe für einen Moment deine Augen und lass deine Atmung einfach fließen. Öffne langsam wieder deine Augen, zieh deine Oberschenkel an deinen Brustkorb an, schaukle noch einmal nach rechts und nach links und bleibe in dieser Position noch einmal hier liegen. Ich freue mich, dass du heute bei meinem Rückbeugenprogramm mitgemacht hast und hoffe, dass ich dich bald wieder zu einem anderen Programm begrüßen darf. Bis dahin, tschüss! Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir würden uns sehr freuen, dich wieder in unserem Channel zu sehen. Abonnier doch hier oben unseren Channel und damit verpasst du keine Folge von Yoga at Your Home.